Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu Battlefield 1. Ich weiß, heute Battlefield 1 kam etwas später als gewohnt. Aber es lag daran, Battlefield hatte heute Serverprobleme. Und ja, deswegen kommt ihm jetzt erst um die Uhrzeit jetzt. Und um diese Uhrzeit werde ich abgefuckt. Ja, wie man es gewohnt ist von Battlefield 1. Und ja, Leute, ich muss mal ganz kurz was sagen. Der DLC, Day Shall Not Pass, er ist ja jetzt rausgekommen heute. Vor allem die Premium besitzen. Wissen wahrscheinlich die, die Battlefield spielen. Und dazu muss ich sagen, Premium werde ich mir nicht holen. Der DLC wird es aber auf jeden Fall geben hier auf dem Kanal. Wann, weiß ich noch nicht. Natürlich nicht nächstes Jahr oder so. Das ist natürlich selbstverständlich. Holen werde ich ihn mir, aber nicht, wenn der DLC auch einzeln erscheint. Denn ich werde mich eben auch erstmal um die neueren Spiele kümmern. Denn ich lebe nicht von YouTube, wie viele natürlich wissen. Und ja, deshalb muss das natürlich auch alles refinanzieren können. Darum arbeite ich auch. Und ja, deshalb sage ich nur so, ich weiß, hört sich jetzt vielleicht nach wenig Geld an, 15 für den DLC. Aber ich sage es mal so, die neueren Titel sind mir da schon erstmal wichtiger, die zu Let's Playen, anstatt jetzt so ein DLC. Wo ich Battlefield sowieso kaum privat zusammenspiele, ja. Weil Battlefield ist bei mir so ein Spiel, das spiele ich wirklich kaum privat, wirklich. Und deshalb würde es eben dann auch für mich nicht lohnen, so richtig. Wenn ich jetzt mir Premium holen würde oder so. So, und wir rennen jetzt erstmal zu B rüber. Oder sterben erstmal auf dem Weg wegen einem kleinen Camper in der Ecke mit einer automatischen Medic-Waffe. Und das bekommt kein Kommentar von mir. Ihr wisst, was ich davon halte, Leute. Also, ja. Ich will mich jetzt auch nicht hier unnötig aufregen. So. Autsch. Hey, mach das Ding auf. Geht doch. Warum nicht gleich so? Warum muss es dir immer so schwer machen, so dort hier? So. Oh, dort ist einer. Ach man, warum? Wenn das jetzt wieder. Wo war der? Ne, ich hoffe, das war jetzt Gecamper. Ansonsten. Ne, ich muss mich aufregen. Ansonsten muss ich mich doch aufregen. Komm, jetzt mit der MP18. Jetzt damit möchte ich jetzt mal ein bisschen mehr Kills machen hier. 3, 4, ja, so kann man das auch nicht stehen lassen. Immer von hinten, wenn es euch aufhört. Das muss man aber auch mal so sagen. Wir werden immer wirklich von hinten beschossen. Das muss man einfach so sagen. Wieder von hinten. Also, ich weiß noch nicht. So wird der Videotitel auf jeden Fall heißen. Wenn es euch mal auffällt, wir holen alle Gegner von hinten. Die holen uns von hinten. Es ist alles so ein von hinten Spiel hier. Fällt mir langsam richtig auf, ja. Wupp. So. Halt da drin. War was. Granat rein. Und. Hallo. Okay, das war eben mal ein Kill von vorne, aber wir haben angefangen, ihn zu beschießen. Da war er noch mit dem Rücken zu uns. Ich weiß, ich gehe mal zu A. Ja, ich wollte schon sagen, ja. So. Runter hier. Come on, come on, come on. Oh. Okay. Wo sind die Gegner hier? Oh. Halt. Oh mein Gott, warum setze ich die Gasmaske ab? So. Hallo? Gegners. 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 Na toll, wo sind die Gegner? Dort unten. On! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Okay, das war jetzt creepy von mir. Ihr werdet euch jetzt so denken. Halt die Klappe. So. Und übrigens, Leute, das muss ich auch noch so sagen. Battlefield wird jetzt demnächst leider nicht mehr hier auf dem Kanal kommen.
Wir nähern uns langsam straight den 100 Folgen. Aber ihr wisst ja auch, ich werde nochmal eine Pause machen für Battlefield, bevor wir die 100 haben, die 100 Folgen. Denn ihr wisst ja, neue Projekte gehen eben vor. So. Komm schon. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Oh, ich glaube hinter mir, oder? Ich hab's gewusst. Oh. Nein! Wieder von hinten. Wieder von hinten. Ich fasse es langsam nicht mehr. Oh mein Gott. Och, Mann. Also wirklich. Einer der Hauptgründe, warum ich Battlefield pausieren werde, ist vor allem, dass mich das Spiel momentan nur noch abfuckt. Und ich muss sagen, ich gehe mit Battlefield wirklich nervlich an dem Ende zu. Wirklich. Dieses Spiel, es macht mich manchmal so wütend. Da würde ich am liebsten meinen Controller gegen die Decke werfen, auffangen und wieder nochmal hochwerfen. Hast du wie einen kleinen Boomerang. Und... Oh, oh gut. Nur der Spieler gerade hatte eigentlich sowieso gar keine Chance gegen mich. Weil die Supporterwaffen ja eh meiner Meinung nach zu schlecht sind im Nahkampf. Außer eben vielleicht die BAR, aber die anderen, ne, Nahkampf, no chance. Ist zumindest meine Meinung. Wer vielleicht gut umgeht, kann vielleicht noch mit den Headshots sich das Leben retten. Oh, hier kommt was. Mist. Der hat einen gestealten Kill hier. Oh, Flammenwerfer höre ich doch hier. Granate mal kurz dahinter. So. Wir gehen hier hoch. So, sehr schön. Hier oben ist es sehr schön. Da drüben ist einer. Ah, Mist. Gegen den kann ich nichts anrichten. Ich hoffe jetzt einfach mal, das sieht mich nicht. Weil mit der Waffe hier treffe ich den nicht. Also ich treffe ihn schon, aber ich töte ihn wahrscheinlich nicht. So, ich hoffe jetzt einfach mal, hier unten läuft jemand lang. Oh, oh. Oh, 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 oh. Geil. Okay, wenigstens bekommt die nicht den Kill. So ist immerhin noch alles gut. Ich habe mich immerhin selbst getötet. Da fühle ich mich immer noch besser, anstatt dass die mich töten. Spiel. Hallo? Geht doch. Wow, ich dachte gerade, hier kommt ein Gegner runtergejumpt. Ja, das ist das, was ich meine. Das Spiel fuckt einfach nur noch ab, wie die, weil die Community einfach scheiße ist von Battlefield aktuell. Ist nichts gegen euch, falls ihr Battlefield spielt, aber ich hasse es einfach, von solchen Menschen getötet zu werden. Ich meine, die gibt es in jedem Spiel, aber es fuckt einfach nur ab. Und in Battlefield ist es zurzeit so oft, vor allem die Shotguns. Die Shotguns, wirklich, das sind bei mir aktuell die Waffen, die sind wirklich bei mir auf der List of Doom. So, jetzt will ich hier hoch, jetzt hole ich mir den Typen hier. Wenn der mich holt, dann wisst ihr, was los ist. Controller-Boomerang, oder? Hm, nein, doch nicht. Wow. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. So. Und da ich weiß, hier in diesem Haus sind noch welche, werde ich hier hochklettern. Oh, hier sind keine mehr. Okay, gut. Ich glaube da drüben, oder? Nein. Wenn wären sie runtergefallen. Warte mal. So, kommt Granaten hier hinter. Granaten hier hinter. Dynamit hier hinter, vielleicht fliegt sie dahinter. Wow. Hey, ich will ja durch. So. Au! Oh! Schon wieder das scheiß Gas. Ich hasse es mittlerweile so sehr. Ich hasse es so sehr, diese ganzen Abfuck-Sachen. Gas, Shotguns, Camper. Automatische Medic-Waffen. Ich hasse es mittlerweile. Ich hasse es mittlerweile so sehr.
Dieses Spiel hier. Dieses Spiel hier, es regt mich mittlerweile so sehr auf, Leute. Hau ab. Jetzt wurde ich wieder angehittet, weil der Typ mich nicht vorbeigelassen hat. Ja, der andere dort war gerade blind und ich habe kein Aim. Ist genau die gleiche Sache. Vielleicht ist meins sogar noch schlimmer. Hier, bumm. Moin, brenn ich. Ja, okay, dann brenne ich hier weiter. Geil. Jawohl. Wunderschöne Animation, kann man sagen, was man will. Boah, ja, ihr versteht sie nicht mehr. In dem Schlachtfeld hier explodiert alles. Na gut, macht aber nichts. Macht aber nichts, beruhigt dich. Okay, 16-11, ich gehe wenigstens positiv. Solange geht's mir noch gut. Wenn ich negativ gehe, zum Beispiel 3 zu 10 oder so, da sehe ich schon ganz anders aus. Da würdet ihr nur noch einen fliegenden Controller hören. Hier, da drin sind welche, komm. Jawohl! Ich töte euch, wenn ihr noch da drin seid. Oh, ich hab sie getötet. Ich hab die ausgeräuchert. Wow. Okay, nett. Nettes Gameplay, aber. Ach man, den wollte ich noch töten. Aber wirklich, eigentlich ganz nett gespielt. Und ja, Leute, ihr wisst's, noch eine Runde wird wie immer angegangen. Bis gleich. So, Leute, jetzt hier in der zweiten Runde angekommen auf Monte Grappa. Klasse, hier behalten wir und die Waffe auch. So. Komm, mal sehen. Ich will mich jetzt hier nicht so aufregen. Ich muss mich gerade eben erstmal abregen ein bisschen. So. Ansonsten fliegt hier wirklich noch mein Controller. Tür auf. Und wage es dir, Spiel. Nee, nee. Oh mein Gott, was... Ach Gott, mein Controller. Es tut mir, Alter, es tut mir langsam so leid. Mein wunderschöner Controller. Ich drücke manchmal so fest hier zu, wenn ich sterbe. Ich glaube, mein Controller geht irgendwann kaputt. Und das nur wegen Battlefield. EA, ihr müsst mir einen neuen Controller kaufen. Ihr habt meinen Controller zerstört. Mit euren Abfuck-Sachen hier. Kolos, Granate, töte was. Nee, 96 angehittet. Ja. Läuft. Ich müsste ihn nur noch einmal ans Ohr schnipsen, dann wäre er tot. Aber nee, er ist nicht tot. Ich hasse mein Battlefield-Leben. Und da oben hängt jemand im Haus. Wieder so ein Räudiger. Oder eher gesagt ein Rüdiger. Und wenn ich jetzt hier... Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es so sehr. Ein Level 13er. Er tötet mich einfach. Er ist einfach besser als ich. Ich weiß nicht, was das ist. Bin ich scheiße oder... Ja, ich weiß die Antwort schon drauf. Ja, ich bin scheiße, Leute. Ich weiß. Aber nee, ich wirklich, das Spiel, ich hasse es mittlerweile. Ich weiß nicht, ob ich noch lebe bis zur 100. Folge. Da bin ich bestimmt schon tot, da hat mich das Spiel schon umgebracht, sag ich euch jetzt schon. Nee, da oben wieder so ein Elender. So ein Elender schon wieder. Och, ich kotze. Wirklich, nee. Mir wird's kurz übel hier, wenn ich das langsam weiter so sehe. EA, euer Spiel ist nicht mehr zu retten. Ihr verliert bald wieder einen Spieler. Und zwar mich. Also wenn das so weitergeht, dann wird der DLC doch nicht bei mir gekauft. Also, so viel steht fest. Wenn das Spiel mich weiterhin abfuckt, in den nächsten 5-6 Folgen, dann kein DLC-Gameplay. Eindeutig. Weil dann ist mir das Spiel nicht fürs Geld wert. Dann stopfe ich den nicht nochmal 20 Euro. Oder 15 oder wie viel es kostet. In ihre kleinen Geldtaschen. Das spiele ich über Battlefield 4. Auch wenn ich das 2 Jahre nicht gespielt habe. Jetzt werde ich sterben, oder? Nein, jetzt wurde ich gerettet. Ja, mein Aim lässt auch wieder zu wünschen übrig. Oh, ich habe einen Shotgun-Spieler mal getötet.
Die Sensation. Wow. Ist der Typ jetzt hier hingerannt? Ist die Muni leer? Geil. Noch geiler kann er nicht werden. Spiel. Ich liebe dich. Schönstes Battlefield aller Zeiten. Ach, ich wünsche mir so gerne die Zeiten von Bad Company 2 zurück. Ach, Bad Company 2. Mein Lieblings-Battlefield. Es war immer so schön. Es war so ein schönes Battlefield immer. Wirklich. Habt ihr es gespielt? Wenn, dann schreibt es mir in die Kommentare. Es war immer so ein schönes Spiel. Bad Company 2. Was ist nur aus Battlefield geworden? Nun, eigentlich, man könnte meinen, Battlefield ist noch gleich wie damals. Aber ich will so nicht. Ich wünsche mir irgendwie gerade, dass es ein Bad Company 3 wäre. Irgendwie ein Bad Company 3 mal. Dass es irgendwann rauskommt. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ne, boah, wird das schon wieder sehen. Habt das gesehen, Leute? Wie viele dort einfach schon wieder unten waren. Da sehe ich gleich wieder die Pest vor meinen Augen. Ja, seht es euch an. Seht es euch an, wie viele einfach. Ich bin ganz alleine. Wo sind die anderen aus meinem Team? Ich sehe das aus solche räudigen Camper. Oder was ist hier los? Nee. Das sind eindeutig hier nur die Gegner. Mein Team nimmt nichts ein. Ich meine, ich nehme auch nichts ein. Das liegt daran, weil ich gerade allein hier rumrenne. Ich würde mehr einnehmen, wenn ich jetzt mit dem Team hier rumrennen würde. Oh, ne. Wenn ich das schon wieder sehe. Und was ich auch noch so sagen würde. Hier, dort oben. Rechts. Hier steht ein Scharfschütze. Ne. Ne. Habe ich das gerade wirklich richtig gesehen? Hier ist ein Scharfschütze hier oben. Ne, wirklich, wer hier sniped, ohne sich zu bewegen, der bekommt von mir keinen Kommentar. Das ist für mich einfach wieder nur so einer, der wird da wirklich campt. Also wer hier wirklich Sniper spielt in dem Modus Vorherrschaft und dann die ganze Zeit oben in der Ecke sitzt oder so und sich nicht mal bewegt, bekommt von mir, ne, kein Lob oder so, wenn er dann plötzlich viele Kills hat. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich weiß, ich habe mich wieder mal sehr viel aufgeregt. Ich hoffe, in der nächsten Folge habe ich endlich wieder mal etwas Freude an Battlefield. Wir werden es erfahren. Schaltet wieder ein. Lasst eine Bewertung da. Schreibt einen Kommentar. Teilt doch gerne das Video. Und ja, Leute, haut rein und ciao.